Nomen. Der Arzt, die Ärzte, Doktor. Die Ärztin, die Ärztinnen, Female Doctor. Die Krankheit, die Krankheiten, Illness. Die Gesundheit, die Gesundheiten, Health. Der Patient, die Patienten, Patient. Die Patientin, die Patientinnen, Female Patient. Das Medikament, die Medikamente, Medication. Das Rezept, die Rezepte, Prescription. Die Apotheke, die Apotheken, Pharmacy. Die Untersuchung, die Untersuchungen, Examination. Das Krankenhaus, die Krankenhäuser, Hospital. Der Schmerz, die Schmerzen, Pain. Die Diagnose, die Diagnosen, Diagnosis. Die Impfung, die Impfungen, Vaccination. Die Behandlung, die Behandlungen, Treatment. Verben, fühlen, to feel. Untersuchen, to examine. Behandeln, to treat. Diagnostizieren, to Diagnose. Verschreiben, to prescribe. Einnehmen, to take, Medizine. Impfen, to vaccinate. Heilen, to heal. Leiden, to suffer. Beraten, to advise. Adjektive. Gesund, healthy. Krank, sick. Schmerzhaft, painful. Müde, tired. Schwach, weak. Stark, strong. Fiebrig, feverisch. Allergisch, allergic. Entzündet, inflammiert. Infiziert, infected. Adverbien. Sofort, immediately. Selten, rarely. Häufig, frequently. Allmählich, gradually. Täglich, daily. Manchmal, sometimes. Normalerweise, normally. Plötzlich, suddenly. Redemittel. Ruhen Sie sich aus, rest up. Gute Besserung, get well soon. Wie fühlen Sie sich? How do you feel? Was tut Ihnen weh, what hurts? Nehmen Sie diese Medikamente, take these medications. Ich werde Ihnen ein Rezept ausstellen, I will write you a prescription. Gehen Sie zur Apotheke, go to the pharmacy. Sie sollten sich untersuchen lassen, you should get examined. Bitte atmen Sie tief ein, please take a deep breath. Ich empfehle Ihnen, sich auszuruhen, I recommend you to rest. Dialog. Patient, guten Tag, Herr Doktor, ich fühle mich seit ein paar Tagen nicht gut. Arzt, guten Tag, was sind Ihre Beschwerden? Patient, ich habe Kopfschmerzen, Halsschmerzen und Fieber. Arzt, wie hoch ist das Fieber? Patient, es ist um die 39 Grad. Arzt, haben Sie noch andere Symptome? Patient, ja, ich habe auch Gliederschmerzen und fühle mich sehr müde. Arzt, ich werde Sie jetzt untersuchen. Bitte atmen Sie tief ein. Patient, in Ordnung. Arzt, Ihre Mandeln sind entzündet. Ich diagnostiziere eine Mandelentzündung. Ich werde Ihnen ein Antibiotikum verschreiben. Nehmen Sie es dreimal täglich für eine Woche ein. Patient, danke, Herr Doktor. Soll ich noch etwas beachten? Arzt, ja, ruhen Sie sich aus und trinken Sie viel Flüssigkeit. Gute Besserung. Patient, vielen Dank.